In a way it's all a matter of time. Und jetzt kommt die Braut. Und jetzt der Papa. Lass das, Lissy, das ist kindisch. Das mit dem Bär ist doch doof. Mit dem Papa spiele ich auch. You will surely see a face that you recognize, yeah, yeah. You're not alone. Und jetzt wie ist der Bräutigam? The end of time. Open your mind. Surely it's me, Bernadette. Und hey. You're not alone. Papa. Hey, zeig mal. Komm, wir hängen die zu den anderen Karten. Los, komm. Guck mal, Papa ist in Indien. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. Sie bitte, jetzt geh ran. Nettie? Du, ich bin noch im Studio. Holst du uns ab? Aber du musst doch noch das Brautkleid anprobieren. Na, es geht auch hier. Okay, alles klar. Ich bin gleich da. Tschüss. Hey. Hey. Schönes Brautkleid. Ich wusste gar nicht, dass Sie heiraten. Sehr witzig. Meine kleine Schwester glaubt noch an die große Liebe. So, das Mailing muss um 14 Uhr raus. Die Entwürfe für die Striso AG muss Andreas schicken. Das Aufschreiben habe ich schon mal vorbereitet. Und es wäre schön, wenn Sie übers Wochenende erreichbar wären, falls der Dreh irgendwelche Probleme macht. Wenn irgendetwas schief laufen sollte, dann rufen Sie mich an. Aber nur, wenn es richtig, richtig schief wird. Ich will nicht, dass das Handy auf der Hochzeit klingelt. Danke. Aber das Handy haben Sie an? Oh, ja, natürlich, immer. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hi, Bernadette. Hey. Lissy ist noch im Studio. Hey, nicht gucken! No. Und du bleibst hier draußen, dreh dich um. Noch nicht? Kann ich? Jetzt! Hey. Hi. Kann ich rein? Ja, klar. Ist es das? Oh. Ja, wird es endlich mal anprobieren? Oder erst nach der Zeremonie? Umdrehen! Nicht sauer sein, Nancy. Ich habe so viel zu tun mit dem Schülerorchester. Dann muss ich noch einen kranken Kollegen vertreten. Gib schon her. Meine kleine Schwester heiratet. Perfekt. Wie sehe ich aus? Wie jemand, der kurz davor ist, einen Riesenfehler zu begehen. Entschuldigung, du siehst fantastisch aus. Du bist so schön. Ich freue mich für dich. Das, wovon wir immer geträumt haben, das wird jetzt wahr. Vom Weltfrieden? Ach, du bist unmöglich. Danke. So, wir müssen los. Hi. Hi. Und du bist? Walter, Roberts Trauzeuge. Ich soll mitfahren. Schade, aber wir haben keinen Platz mehr. Hat Lissy nicht erwähnt, dass ich mitkomme? Sie ist verliebt, ihr Gehirn ist Kartoffelbrei. So, wollt ihr bitte einsteigen? Ja, wie du siehst, es passt nicht. Kein Platz mehr. Kein Platz? Ach, Quatsch, ist ein bisschen Gepäck. Passt doch, los, komm. Einsteigen. Geht doch. Würdest du dich bitte anschnallen?
Ich habe keine Lust auf herumfliegende Schönlinge, falls ich mal scharf bremsen muss. Roberts bester Freund, ha? Ja. Und Geschäftspartner. Und was produziert ihr gerade Schönes? Wir entwickeln Jingles und Sounds für Smartphones und Navigationssysteme. Und sowas muss komponiert werden? Natürlich. Hier, zum Beispiel die Vogelhochzeit. Und mein persönlicher Favorit, die Nachtigall. Nervig, ne? Ja, so ein bisschen. Und damit kann man also sein Geld verdienen, ja? Ja, wir sind extrem wohlhabend, nicht? Oh, meine Eltern sehen nur nicht ein, warum sie mich zum Studium nach London geschickt haben, damit ich jetzt Piepstöne produziere. Jetzt, wo ich heirate, macht mein Vater erst richtig Druck. Unsere Hochzeit wird meine Eltern erst mal versöhnen. Mhm. Die stehen auf solche Sachen. Ländliche Umgebung, heile Familie, Kirchenglocken. Ah, und dann können sie auch endlich euren berühmten, weitgereisten Vater kennenlernen. Ja, das wird toll. Aber du weißt schon, dass wir nicht wissen, wo er sich gerade rumtreibt. Sag mal, was hast du Robert über unseren Vater erzählt? Na, dass er ein berühmter Musiker ist, der auf der ganzen Welt auftritt. Eine Legende eben. Und dass wir diese Legende schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen haben, das hast du nicht erzählt. Weißt du was? Er hat Mama angerufen und gesagt, dass er in Bayern tourt. Er wird hier sehen, wenn ich heirate. Betty, das ist kein Zufall. Großartig. 20 Jahre verschollen und jetzt willst du mit der Hochzeit dabei haben. Wer führt denn bei einer Traumhochzeit die Braut zum Altar? Der Vater. Das haben wir schon so als Kinder gespielt. Bitte, ich würde ihn so gerne dabei haben. Lissi, wir wissen noch nicht mal mehr, wie der Typ aussieht. Er hat sich nie gekümmert, hat nicht stattgefunden. Und jetzt ist er der liebe Papi. Oh, meine Mama. Süßen. Hallo, ich lasse gerade eure Zimmer herrichten. Hallo. Hallo, mein Schatz. Alles gut? Mhm. Schwiegersohn? Hi, Katharina. Und Sie? Ist das dein neuer Freund? Nee. Walter. Unser Trauzeuge. Ja, das heißt also, es bleibt dabei, du übernachtest bei mir? Ja, es bleibt dabei. Tag. Also, ich kann irgendwie schon verstehen, dass Lissi gerne ihren Vater dabei hätte. Wieso? Du selbst hast immer gesagt, sobald der Typ auftaucht, gibt es eine Katastrophe. Ja, das stimmt. Zu seiner eigenen Hochzeit kam er 2 Stunden zu spät, barfuß. Ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre ich kein Lebenszeichen von ihm bekommen habe. Und jetzt ruft er plötzlich an, plaudert munter drauf los, so als wäre er gerade mal beim Einkaufen gewesen. Macht Station in Bayern auf seiner Europatournee. Weiß er von Lissis Hochzeit? Der weiß gar nichts von euch. Sag mal, willst du ihn nicht mal anrufen? Du spinnst. Du warst mal ein richtiges Papa-Kind. Ja, und das ist verdammt lange her. Weißt, ich denke halt, wenn er gar zu unmöglich ist, dann kannst du es doch immer noch abbiegen. Ich habe seine Nummer aufgeschrieben, da in meinem Notizbuch. Tut mir leid, Mama, das wird nichts. Der hat sich nur um uns gekümmert. Warum soll ich ihn jetzt anrufen? Vielleicht, weil es Lissi wichtig ist. Ja, ich liebe Lissi, aber ich muss nicht alles unterstützen. Was ist das? Ein Klingelton. Habe ich mir runtergeladen von Walter. Nachtigall. So, so.
Guten Morgen, hier ist Bernadette. Lagebesprechung bei der Bäckerei auf dem Marktplatz um 7.30 Uhr. Ich warte auf euch. Bis gleich. Wunderschönen guten Morgen, Bernadette. Hey, morgen. Hol dir doch schon mal Kaffee. Dann gehen wir gleich die Checkliste durch. Mhm. Sie ist ein Morgenmensch, ja? Du hast keine Ahnung. Guten Morgen, Mensch. Morgen, Mensch. Valentin Jordan, bitte hinterlasst eine Nachricht. Also, Lissy, du kümmerst dich um die Hochzeitstorte, Robert um die Getränkeliste und Walter, du müsstest dich um eine neue Band kümmern. Die Coverband hat leider vorhin abgesagt. Was? Mhm. Wie sollen wir jetzt so schnell eine neue finden? Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Und was machst du? Na was wohl? Den Rest? Alles Gute. Ja. Also gut. Someone you trust. One, two, three, four. There was a time when I thought I could do everything. Nothing seemed out of my range. But one day I realized that nobody was left. And you know, girl, that I'm kind of strange. You can cope when there's someone you trust. You can cheat when there's someone you trust. You're not alone when there's someone you trust. Someone you trust. Only one of the girls really got into my heart. Mm-hmm. Entschuldigung, ich wollte hier nicht rumspionieren, ich wollte nur... Das macht doch nichts, komm, setz dich. Du wohnst hier? Ja, mein englisches Jagdschloss wird gerade renoviert. Mensch, toll siehst du aus. Was für ein Prachtweib ist aus meiner kleinen Nette geworden. Wie geht's, Lissy?
Gut, prima. Du, ich muss jetzt wirklich. Warte, sehen wir uns noch mal? Nur so, zum Plaudern. Gut, heute Abend um 7 an der Promenade, wo früher die Eisdiele war. Wo früher die Eisdiele war? Später. Bis später. Hallo Bernadette, sag mal, kommst du noch mal ins Hotel? Wir sitzen im Biergarten. Es ist dringend. Ich bin's, Walter. Ah, ich. Sag mal, geht's noch? Valentin Jordan. Die anderen beiden? Die sind schon auf dem Zimmer. Die müssen auch jede Minute nutzen, solange sie nicht verheiratet sind. Na, dann schieß mal los. Du hast gesagt, es sei dringend. Ist irgendwas mit der Torte? Nein. Torte, Blumen, Schmuck, Getränke, alles erledigt, Boss. Die Band? Ich habe eine Alternative gefunden. Können wir es morgen ansehen. Wird dir gefallen. Und jetzt? Soll ich aufstehen oder setze ich noch zu mir hin? Was ist los? Alles gerade ein bisschen durcheinander, gefühlsmäßig. Jetzt erzähl schon. Ich sehe nur, dass du noch strenger schaust als sonst. Du machst es nicht besser. An deiner Schamoffensive würde ich arbeiten. Guck nicht so. Ich guck ganz neutral. Mhm. Komm, einen Drink, okay? Hm? Wozu? Du willst mich doch nur ins Bett kriegen. Er hat dir das erzählt. Okay, gute Nacht. Schlaf schön. Dann lass mich dich wenigstens noch nach Hause bringen. Komm. Nein. Nein? Fein. Ah. Ich habe unseren Vater getroffen. Hm. Das wird Lissy aber freuen, wenn er jetzt doch bei ihrer Hochzeit dabei sein wird. Ja, es war ihr großer Kindheitstraum, aber nicht alle Träume sollten in Erfüllung gehen. Robert hat erzählt, dass du für die ganze Hochzeit aufkommst. Alles zahlst? Was hat der Robert noch so erzählt? Oh, der Robert hat noch viel erzählt. Der Robert hat noch erzählt, dass du für Lissy so eine Mischung aus großer Schwester, Mutter und unerreichbarem Vorbild bist. Warum willst du ihr das mit eurem Vater abschlagen? Das tue ich doch gar nicht. Wer weiß, ob der überhaupt auftaucht. Der ist notorisch unzuverlässig. Die Vorstellung, dass er nach 20 Jahren glorioser Abwesenheit ausgerechnet auf Lissys Hochzeit auftaucht, ist allerdings bizarr. Lässt sie das nicht selbst entscheiden? Ich meine nur, ich finde, zumindest bei einer Hochzeit sollte die ganze Familie zusammenkommen. Ach ja? Ja. Das ist bestimmt eine heile Familie. Wie kommst du da drauf? So ein Schönling wächst schließlich nicht auf dem Misthaufen auf.
Das größte Problem in deinem Leben war wahrscheinlich, den Tod eures geliebten Familienhundes zu verkraften. Fast. Du bist ganz schön schnell da drin, über anderen Urteil zu fällen. Du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Stimmt. Erzähl mir was von dir. Okay. Mein Vater ist Lehrer für Sport und Englisch. Seine Schüler machen sich gerne über seinen Kleidungsstil lustig. Er trägt immer bunte Fliegen, noch buntere Brillen. Meine Mutter schreibt für ein Gourmet-Magazin. Sie redet sehr viel, ist sehr witzig. Allerdings gehört Zuhören nicht zu ihren großen Stärken. Und dann hatte ich noch einen kleinen Bruder. Der ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, an seinem 18. Geburtstag. Das tut mir leid. Also, doch nicht der Hund? Ich weiß, wie du es wieder gut machen kannst. Oh, Entschuldigung, ich habe Stimmen gehört. Guten Abend. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, will er nicht. Gute Nacht. Danke fürs Bringen. Gute Nacht. Und? Was und? Hast du ihn getroffen? Ach so. Ich hab's nicht geschafft, ihn einzuladen. Mama, der wohnt in einem Wohnwagen. Der hat nichts mehr mit uns zu tun. Hast du es Lizzie erzählt? Nein. Ich mach das fertig. Du hast damals so schrecklich geweint, als er gegangen ist. Lass es, Mama. Eine schöne Landschaft. Hier gibt es so eine lyrische Luft. Findest du nicht auch, mein Schatz? Hm. Du hörst mir mal wieder nicht zu. Eckart, was soll ich denn dazu sagen? Lyrische Luft. Was wissen wir eigentlich über die Familie? Die Eltern sind geschieden. Die Mutter arbeitet im Hotel. Der Vater, der reist weltweit. Irgendwas Wichtiges. Elissi hat es mal erwähnt. Na, dann kann man sich mit dem Mann wenigstens anständig unterhalten. Hallo, mein Sohn. Hallo, Papa. Hallo, Großer. Raus aus den Federn, wir sind gleich da. Dann Frühstück. Und dann besorgen wir uns eine Anglerausrüstung. In dem See soll es tolle Hechte geben. Aha. Ja, dann bis gleich. Lizzie, Schatz. Aufwachen. Meine Eltern sind da. Was? Meine Eltern sind da. Schon? Was haben wir jetzt mitten in der Nacht? Sag ihnen, sie sollen einen Umweg über Österreich fahren. Witzig. Ich kann nicht. Bitte sag irgendwas, sag ihnen, ich bin joggen. Joggen? Du? Das einzige Mal, dass ich dich joggen gesehen habe, das war zum Auto, aber nur, weil es im Stollen geregnet hat. Okay, ich versuche sie noch ein bisschen hinzuhalten, aber in 20 Minuten bist du auch unten, okay? Nettie.
Ja? Nettie, du musst kommen, ich brauch dich, die sind da. Na und, dann gib Pfötchen, ich komm zum Mittagessen dazu. Nein, bitte, das kannst du mir nicht antun, ich brauch dich jetzt. Lissy, das sind deine Schwiegereltern, du musst mit denen in Zukunft auskommen. Ich kann nicht immer dabei sein. Doch, ich meine nicht immer, aber heute, bitte, 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 Nettie, die sind so anstrengend. Bitte, 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 bitte. Okay, bis gleich. Darf ich vorstellen, das sind meine Eltern. Herzlich willkommen. Katharina, ich bin die Mutter der Braut. Schärfinger, Hartmut. Ich bin der Vater dieses immer noch sehr vielversprechenden Exemplars hier. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo. Wir hatten Sie gar nicht so früh erwartet. Das Beste ist, am Morgen mit dem ersten Licht hell zu werden, gegen diesen unverrückbaren Himmel zu stehen. Bitte? Ingeborg Bachmann. Lyriker. Ach ja, ja, natürlich. Tut mir leid, aber ich hab's nicht so mit Gedichten. Wo ist eigentlich die Braut? Ach, die schläft bestimmt noch. Ich ruf sie gleich mal an. Lissy ist noch joggen. Die kommt aber gleich. Lissy und joggen, das ist ja ganz was Neues. Da kommen Sie. Ich zeige Ihnen erstmal die Terrasse. Wird Ihnen gefallen. Und Sie sind Teilhaberin an dem Hotel? Ja, das wäre schön. Bitte sehr. Sie denken sich, Herr Schärfinger, man muss sich nur 20 Jahre mühsam hocharbeiten und dann bekommt man im Anschluss gleich ein halbes Hotel dazu. Leider ist dem nicht so. Ah, darf ich vorstellen? Das ist die Bernadette, Lissys Schwester. Sehr erfreut. Hartmut. Freut mich. Ich wusste gar nicht, dass die Lissy eine so hübsche Schwester hat. Da ist dir die Wahl sicher nicht leicht gefallen, ne? Das freut mich, Arme. Ich bin Astrid. Mich auch. Ja, jetzt sind wir ja fast vollzählig. Sag bloß, jetzt sich wieder hingelegt. Oh, Lissy war noch joggen. Bist du sicher, dass wir über dieselbe Person sprechen? Da ist ja die Braut. Hallo. Lass dich umarmen. Lissy, ich freue mich. Guten Morgen. Na, gut gelaufen? Ja, danke. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich bin beeindruckt, dass Sie joggen so früh am Morgen. Das nächste Mal können wir gemeinsam laufen. Ja, gerne, Nettie, nächstes Mal. Guten Morgen. Guten Morgen, Mama. Es war ein solcher Vormittag, wo man die Fische singen hörte. Kein Lüftchen lief, kein Stimmchen störte. Kein Wellchen wölbte sich zum Schlag. Nur sie. Die Fische brachen leis der weit und breiten stille Siegel und sangen millionenweiß dicht unter dem besonnten Spiegel. Wow. Schiller. Morgenstern, setz dich. Ich glaube, jetzt ist es dann genug mit den Gedichten. Lissy, wo ist dein Vater? Der kommt noch nach. Da sind wir aber gespannt. Entschuldige mich bitte. Dann könnten wir doch in der Zwischenzeit einen kleinen Angelausflug machen. Nettie. Was meinst du, Robert? Hast du Papa gefunden? Du, das ist alles ein bisschen schwierig, aber ich habe ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Du hast seine Nummer. Ja, kann ich die haben? Du, der meldet sich auf jeden Fall. Ich kümmere mich drum und du kümmere dich um deine Schwiegereltern, ja? Bleib drin! Bleib drin! Hey. Hi. Ist gerade kein guter Moment. Warum nicht? Ich wollte deine Mutter besuchen. Und warum bist du überhaupt hier? Pass auf, so geht das nicht. Du kannst dich einfach so in unser Leben reinmarschieren. Wenn ich dich erinnern darf, dann bist du in mein Leben reinmarschiert. Warum seid ihr überhaupt hier? Wohnt ihr immer noch in diesem Kaff? Nein, wir wohnen nicht mehr in diesem Kaff. Wir wohnen schon lange nicht mehr hier. Lissy heiratet. Die Schwiegereltern sind hier. Und ehrlich gesagt, sie hat sich immer vorgestellt, dass du so ein ganz toller Typ bist. So eine Art langhaariger Weihnachtsmann, der nur jedes Jahr vergisst, die Geschenke zu bringen.
Sie hat überhaupt gar keine Ahnung, dass du so ein... Ja, so ein Penner mit einer Gitarre bin. Schau dich doch an, du bist unmöglich. Vielleicht hältst du zu wenig für möglich. Unmöglich. Psst. Moment. Unmöglich. Schwiegervater, draußen. Was hast du denn schon wieder, Papa? Zündet sich am Frühstückstisch eine Zigarette an. Na, das sind Verhältnisse. Fehlt noch, dass du ein Bier dazu trinkst. Wo hast du diese Lissi eigentlich kennengelernt? Oh, weißt du, der Typ erinnert mich an deinen Opa. Der wollte mir die Musik aus dem Leib prügeln. Ich bin dann abgehauen, war 16. Bin seitdem nie mehr wieder zurückgekehrt. Ich muss gehen. Schade. Ich werde Lissi sagen, sie soll sich bei dir melden. Nach der Hochzeit. Wie wär's? Was machst du eigentlich beruflich? Ich habe eine kleine Werbeagentur. Und Lissi? Musiklehrerin. Das ist ja wunderbar. Sie soll sich unbedingt bei mir melden. Das werde ich ihr ausrichten. Aber erst nach der Hochzeit. Okay? Okay. Warte mal. Falls ihr Lust habt, vorbeizuschauen. Kommst du nie an, dann warten schon. Willst du so gehen? Wohin? Ach, die Ersatzbahn, Entschuldigung, das habe ich total vergessen. Ich bin gleich zurück, ja? Seht ihr, ist ein richtig guter Bluesmusiker. Er tritt zwar heute solo auf, aber man kann ihn auch mit Band buchen. Ach, können wir 4 Bier haben, bitte? Ja, klar. Auf jeden Fall ist er ein toller Entertainer. Klingt echt gut. Lissi, ich habe was bei Katharina vergessen. Vielleicht könnt ihr noch was. Hallo, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Jahrelang bin ich fort gewesen, aber jetzt hat es mich wieder zurückgezogen in die Heimat. Ihr kennt sie alle, die Götter des Blues. Und jetzt sagt mir mal, wen wollt ihr denn heute Abend wirklich hören? Valentin! Na also, doch gar nicht. Da ist er, Nettie, der Amazonas Papa. Blues. Auf der Bühne. Du warst das? Ich liebe dich. Papa? Entschuldigung. Lissi? Ist es schön, dass ihr da seid? Du bist Lissi, ja? Papa! Komm her. Ich hab euch so vermisst. Nicht weitermachen, Moment. Warte bitte. Du bist wegen meiner Hochzeit gekommen, stimmt's? Nettie hat dich geholt. Das kann man so nicht sagen. Du musst ja gar nichts sagen. Lissi, wenn du wüsstest, wie ich mich nach dir gesehnt habe. Du weißt, dass ich auch Musikerin bin. Ja. Du spielst Flöte.
Auch her. Na komm, zeig, was du drauf hast. Hier für uns. Okay. Papa, das ist mein Verlobter Robert. Robert, komm, lass dich drücken. Mm, schön. Ja, und, ja. Und Walter. Walter, freut mich. Mich erst. Also Walter und Bernadette sind unsere Trauzeugen. Ach, Trauzeugen. Und er ist Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Ist er nicht. Ist er nicht. Ich glaube, ich habe was ganz Besonderes für euch. Hm? Kommst du mit, Lissi? Mhm. Darf ich den Stuhl machen, bitte? Danke. Das jetzt nicht. Entschuldigung. Tut mir leid, die kleine Unterbrechung, aber es musste sein. Mein Keyboard ist gestohlen worden. Das schäbige Hotel, in dem ich gewohnt habe, konnte ich nicht mehr zahlen. Ich war pleite. Und ich hatte eine große Sehnsucht nach meinen Töchtern. Lissi und Bernadette. Und so heißt auch das Lied. Meine Töchter, Daughters of Mine. I'm riding high in the afternoon. You know how I love just to roam. There's a family standing right next to me, with two girls as sweet as a dove. The insight that follows just kicks me like a sledgehammer against my head. I miss my girls, it's a tragedy, it's almost as if I were dead. Now tell me a tale of remedy. Keine Ahnung, ne? Nein. Danke übrigens. Ich hab den wirklich mal live gesehen. Und heutzutage kennt ihn kein Mensch mehr. Ist damals ziemlich abgestürzt sein. Ist, glaube ich, nach Indien und Drogen, Gurus, das ganze Programm. Ich glaube, der hat sogar mal bei den Indianern in den USA gelebt. Ich weiß. Ich habe die Postkarten. Ich am Amazonas. Es ist stockdunkel, ich bin nackt bis auf die Socken. Ich renne, sie rennt, sie kreischt. I'll kill you, I'll kill you! Ich falle, ne? Es zischt, wahrscheinlich eine Schlange. Und dann weiß ich nichts mehr aus, stockdunkel, Filmriss. Ich wache auf im gleißenden Sonnenlicht und neben mir sitzt ein Affe. Ich liege am Fluss und der Affe krault meinen Kopf. Ich sehe etwas, was mir bekannt vorkommt. Es ist ein Zeh. Ein Zeh. Der kleine Zeh von meinem rechten Fuß liegt am Fluss in einer Wiese. Ich starre ihn an, der Affe ist schneller, er schnappt sich den Zeh, klettert auf eine Palme und schwenkt den Zeh wie eine Trophäe über seinem Kopf. Ich gehe zu ihm hin, Äffchen, Äffchen, rufe ich hoch, Äffchen, gib mir meinen Zeh wieder, bitte. Miep, 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 miep. Der Affe schaut mich an, er zögert etwas, dann fletscht er die Zähne, klettert höher. Und dann schmeißt er meinen Zeh in den Amazonas.
Und da hat ihn dann ein Krokodil gefressen. Ein Krokodil, bitte. Ja, ein Krokodil. Und seitdem habe ich nie mehr einen Schluck getrunken. Andererseits hat dir der Ziel schon immer gefehlt, sagt Mama. Ein Geburtsfehler. Aber erzähl uns doch bitte, was deine Familie gemacht hat, während du diese tollen Abenteuer erlebt hast in Südamerika, auf den Fidschi-Inseln. Oder ist das zu langweilig? Der mühsame Alltag einer alleinerziehenden Mutter mit ihren zwei Töchtern, die sich nach ihrem Vater sehen. Das klingt wahrscheinlich nicht so spannend. Schade. Gute Nacht. Ich freue mich, dass Papa da ist. Versau's bitte nicht. Was? Das ist nicht dein Ernst. Lissi, ich tue alles für dich, alles. Ich organisiere diese Hochzeit. Ich versuche dir jeden Wunsch zu erfüllen. Darum geht's doch gar nicht. Ich weiß, was du für mich tust. Doch, Lissi, darum geht es auch. Ich musste immer auf dich aufpassen, weil unsere Mutter ständig gearbeitet hat und das andere Elternteil überhaupt nicht vorhanden war. Ich habe mit dir die Hausaufgaben gemacht, Spiele gespielt, bis es mir aus den Ohren rausgekommen ist. Und jetzt taucht dieser Typ auf und tut so, als wenn nichts wäre. Das geht so nicht, Lissi. Ich will den kennenlernen. Das musst du doch verstehen. Wieder rein, kommst du mit? Mm-mm. Ich bin's nur. Der Abend ging ja mal richtig schief, hm? Ja, so richtig schief, ja. Du, es ist nicht deine Schuld. Du musst nicht Händchen halten, ich bin schon groß. Nimmst du mich trotzdem mit? Wir sind auf den Kakao mit hochkommen. Ein andermal. Gute Nacht. Lass los. Leider aus. Wasser? Gerne. Was ist das? Der ist von meinem Vater. Als Kind habe ich gedacht, er kann Wünsche erfüllen. Funktioniert's? Irrtum. Er hat ihn aus Indien mitgebracht, als ich vielleicht 10 oder 11 war. Einer seiner berühmten Auftritte. Hatte irgendwelche Musiker dabei und so eine komische Frau, die immer mit offenem Mund da stand. Steffi, glaube ich. Für die hat er unsere Mutter verlassen. Lissi und ich haben immer versucht, in seiner Nähe zu sein. Ja, und dann hat er uns diese Elefanten geschenkt. Die werden eure Wünsche erfüllen, hat er gesagt. Am nächsten Morgen war er weg. Ja, Lissi hat 2 Tage lang durchgeheult. Ich habe auf den blöden Elefanten gesetzt. Ist nie zurückgekommen? Es war sein letzter Besuch. Und jetzt ist er dieser merkwürdige Typ und ich bin wütend auf ihn. Er wird aus Lissis Hochzeit eine Valentin-Jordan-Show machen und das will ich nicht. Quatsch. Die Hochzeit wird super. Aber ich verstehe dich. Ich würde dich gerne küssen.
Kannst du damit leben, dass ich einfach nur hier schlafen will? Ohne, dass irgendwas passiert? Bernadette? Bernadette? Hey. Danke. Oh, Nettie bringt mich um, wenn ich aus dem Kleid platze. Aber der hat so viel erlebt, oder? Der hat so viel gesehen. Maus? Mhm. Wir machen aus unserer Hochzeitsreise eine Weltreise. Und was ist mit der Reise, die wir gebucht haben? Na, die machen wir natürlich, aber wir fahren einfach immer weiter. Da, wo es uns gefällt, da bleiben wir dann. Guck mal, du kannst von überall aus produzieren. Und ich kann doch auch in Afrika oder Asien unterrichten. Noten sind überall gleich. Und das meinst du ernst? Ein Spießerleben läuft uns doch nicht weg. Mach dich nicht über mich lustig. Mann, guck dir doch mal Papa an. Der sprüht vor Lebensfreude und Energie. Und darum geht's doch, oder? Lissi, nicht jeder kann und nicht jeder will so leben wie dein Vater. Ich jedenfalls nicht. Ende der Diskussion. Wow. Ein Machtwort. Männlich. Und definitiv. Stellst du dir so unsere Ehe vor? Ich hab 'ne Idee und du reißt alles in Stücke? Lissi, ich liebe dich doch für deine verrückten Ideen. Jetzt bin ich männlich und definitiv und wir machen jetzt sofort ein Baby. Nein. So. Übrigens, dieser langweilige Ausflug heute mit deinen Eltern, da muss Papa mitkommen. Mm. Dein Vater will ihn kennenlernen. Das halte ich für keine gute Idee. Ich schon. Bis später. Papa? Oh. Morgen. Morgen. Schön, dass du da bist. Weißt du was? Mach's dir draußen bequem und ich komm dann nach, ja? Okay. Du hast ja die Melodie gemerkt. Ja. Das freut mich. Und das absolute Gehör hast du auch. Wie der Papa. War gar nicht einfach, die zu finden. Du parkst im Naturschutzgebiet. Hier darf man gar nicht reinfahren. Oh, hat mir kein Mensch was davon gesagt. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, heute mitzukommen auf den Wanderausflug zum Wendestein. Die ganze Familie kommt mit. Hältst du es wirklich für eine gute Idee? Du musst mitkommen. Sonst spreche ich nie wieder ein Wort mit dir. Sei mal ehrlich, weiß Bernadette von deinem Plan? Ja, klar. Die freut sich total. Du hast uns doch früher immer erzählt, wie gut du dich in den Bergen auskennst. Ich werde es mir überlegen, okay? Und jetzt mache ich uns einen Kaffee.
Katharina! Mei, bist du schön. Du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Valentin. Was willst du? Nix. Du, ich hätte da eine Frage. Ich hab mein Wäsche. Könnte ich die bei dir vielleicht... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du kommst nach 20 Jahren mit deiner dreckigen Wäsche? Ja, ich bin halt ein bisschen klamm im Moment. Aha, im Moment. Der Moment, der dauert auch schon 20 Jahre. Du änderst dich auch nicht, hm? Nein, überhaupt nicht. Komm rein. Was soll das jetzt werden? Dein Vater kommt mit auf die Wanderung mit den Schärfingers. Wie bitte? Ja, wieso nicht? Die wollen ihn endlich kennenlernen. Mama, darf ich dich daran erinnern, dass sich der Typ mit zwei Kindern hat sitzen lassen? Für einen Groupie. Ihr müsst mir das glauben. Das tut mir unendlich leid, das mit der Steffi. Ah ja? Und auch mit der Petra und mit der Margot und mit der... Ja Gott, wie hatten die noch mal geheißen? Die Annette. Genau, mit der Annette. Tante Annette aus dem Kindergarten? Mhm. Ich jedenfalls wäre immer noch hier, wenn eure Mutter mich zurückgenommen hätte. Bitte. Ich hab's doch immer wieder versucht. Das höre ich zum ersten Mal, Mama. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Mein Gott, ich hab euren Vater wirklich sehr geliebt. Und er hat mir verdammt oft wehgetan. Also hätte ich ihm wohl kaum trauen können damals. Aber einfach sitzen gelassen hat er dich nicht. Er sollte mir nur auf Papa sauer sein und nicht auf dich. Ich hatte meine Gründe. Mal ganz ehrlich, Valentin, du hast mir damals allen Ernstes vorgeschlagen, dich mit zwei schulpflichtigen Kindern auf deinen Tourneen zu begleiten. Das war absurd. Das wäre doch toll gewesen. Gab's da gar keine Möglichkeit? Lisi, das ist doch gar keine Frage. Dein Vater war nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen. Das musst du aber, wenn du zwei Kinder hast. Schule, Alltag, ein geregeltes Zuhause. Es wäre trotzdem schön gewesen, diese Version mal zu hören. Es war die richtige Entscheidung. Seht ihr, was hier passiert? Was? Alles fällt auseinander, seit er hier ist. Du fällst auseinander. Ach so, das ist jetzt meine Schuld, oder was? Macht doch euren Kram alleine. Warte. Ich kann das nicht so von 0 auf 100. Und plötzlich ist er der tolle Papa, oder was? Du hast die Hochzeit so toll geplant, das weiß ich doch. Du bist der liebste Mensch, den ich hab. Papa hat mir auch erzählt, was in Indien passiert ist. Der haut doch sowieso wieder ab. Ich will dich trotzdem um was bitten. Was? Gib ihm eine Chance. Das kann ich nicht. Waffenstillstand. Bis nach der Hochzeit wenigstens. Na gut. Das ist eine Unverschämtheit. Was ist das für ein Hippie? Papa, das... Hallo. Das. Hallo. Hallo. Hi. Hallo, Lisi. Ach, Robert, hast du deinen Eltern Papa schon vorgestellt? Nein, Sie sind Lissis Vater? Ja. Valentin Jordan, der Papa von Lissi und Bernadette. Schärfinger. Hartmut. Hört mich. Astrid. Astrid. Sehr angenehm. Unser Vater war früher mal ein richtiger Bergführer. Der kennt jeden Hügel, jedes Gipfelkreuz und jeden Geheimweg. Hört. Ja, ist schon ziemlich lang her, Lissi. Ach komm, du hast doch immer die heftigsten Berggeschichten erzählt. Nicht so bescheiden. Ja, ich war auch mal richtig gut. Ne? Aber wie gesagt, es ist doch schon ein bisschen her. Diesen Stiefel wählt ihr auf den Berg. Papa. Das ist ein richtiger Alpinist. Na, Papa? Kein Geld mehr? Kennst du mir vielleicht was leihen? Ein Hunderter? Oh, bisschen was.
Ich war letztes Jahr mit meiner Frau Schleppangeln. Schleppangeln? Ein Traum. Wir haben also so einen Hecht. Entschuldigung, verzeihen. Ich muss Ihnen das zeigen. Sie angeln auch gerne? Nein, schrecklich. Aber was soll ich denn machen? Irgendjemand muss ja auch rudern. Das ist ja ein Riesending. Ist das ein Ja. So was kriegt man beim Schleppangeln. Super. Oh, kennen wir uns? Witzig. Ist alles okay bei dir? Ja. Der beste Start in ein gemeinsames Leben ist ein Bausparvertrag. Hat man was Solides. Es gibt eine Anschubfinanzierung von Mami und mir. Sprechen wir später drüber. Danke, Papa. Also ich hätte nichts dagegen, erstmal aus dem Koffer zu leben. Wenn das erste gemeinsame Kind da ist, braucht ihr ein Dach über dem Kopf. Alles andere ist unsolide. Oder? Robert? Oh, Entschuldigung. Das ist die Wampe. Die ist mir immer ein bisschen voran. Das macht doch nichts. Wird doch stattlich beim Mann so ein paar Kilo mehr. Das haben Sie aber sehr nett gesagt. Ja. Und so feinfühlig. Sind Sie Künstlerin? Hobbydichterin. Und Sie? Ich bin Musiker. Und Lebenskünstler. Wow. Schön. Ich habe Kopfschmerzen, du auch? Geht's dir gut? In 10 Minuten ist es vorbei. Hast du auch Pflaster und Sicherheitsnadeln? Kondome, Nagellack und Batterie, ja. Oh, Verzeihung. Musst du mir so auf die Pelle rücken? Tut mir leid, aber sonst müsste die Dame neben mir bitten, mich Huckepack zu nehmen. Das meine ich nicht. Du hast heute dreimal angerufen. Ja, weil ich dachte, dass wir zusammen frühstücken. Meine Güte. Ich mag dich. Wirklich. Sehr. Nicht jetzt. Also im Moment gehst du mir ein bisschen auf die Nerven, aber gestern Abend hast du mich geküsst. Erinnerst du dich? Vage. Ach, und jetzt willst du nichts mehr davon wissen. Ist das fair? Was ist schon fair? Im Krieg und in der Liebe ist doch alles erlaubt. In der Liebe? Ja, das ist nur so ein blöder Spruch. Wo geht's lang? Da lang. Darf ich Ihnen mal eine sehr private Frage stellen? Das? Ja. Er ist sehr zärtlich im Bett. Und auch lustig. Ich muss sagen, der Sex war das Beste an unserer ganzen Ehe. Ja, so privat nun auch wieder nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie ist es denn so ohne Ehemann, also so im täglichen Leben? Ach so, Entschuldigung. Ja, wie ist es so? Anstrengend? Zumindest solange die Kinder noch klein waren. Mhm. Ja, und auch manchmal einsam. Also eigentlich genauso wie mit Ehemann. Naja, es ist viel einfacher, eine Affäre zu haben, wenn man nicht verheiratet ist. Oder jemanden zu finden, der einen wirklich liebt. Oder wenigstens zuhört. Astrid. Katharina. Du bist ja sicher, dass du noch weißt, wo es lang geht? Ja, ganz sicher. Tagesab. Alles okay? Ja, macht euch keine Gedanken. Ich hole euch gleich ein. Es
Sag mal, wann hast du eigentlich beschlossen, dass alle Männer unbrauchbar sind? Ich war verlobt vor ein paar Jahren. Und der Typ hat mich mit meiner Praktikantin betrogen. Oh, das ist bitter. Besonders, weil wir auch noch Geschäftspartner waren. Ich hoffe, du hast ihn mit deinem Laptop erschlagen. Ich habe die Firma verlassen und meine eigene gegründet. Ja, man nennt dich nicht umsonst den Boss. Witzig. Vielleicht hast du die Männer einfach nicht gut ausgesucht. Das befürchte ich auch. Der davor war nämlich auch ein Reinfall. Meine Instinkte sind grauenhaft. Deswegen traue ich dem Braten einfach nicht mehr. Was willst du also dagegen tun? Eine von diesen alten Damen werden die 13 Katzen haben. Ich dachte eher an ein Terrarium. Schön, dass wir das geklärt haben. Aber weißt du, ich glaube, in der Liebe ist es wie im Leben auch. Wir straucheln, wir stolpern, wir fallen, wir streiten. Und wenn wir uns wieder aufrappeln, dann kriegen wir was dafür geschenkt. Hey. Oh, romantische Geste. Papa hat vorgeschlagen, dass er vielleicht nächsten Sommer eine Weile durch Europa touren. Budapest, Wien, Rom, Florenz. Dann ist Sommer, wir sind frei, reisen und machen Musik. Und du kommst mit. Lissy, ich fahre mit dir auf jede Urlaubsreise. Teneriffa, Karibik, wohin du willst. Aber Tour mit deinem Vater? Robert, überleg doch mal, wie aufregend das wäre. Dein Vater, du und ich, Gitarre spielen und Querflöte in der Einkaufszone. Entschuldige, aber darauf habe ich wirklich keine Lust. Du musst doch zugeben, dass dein Vater ein bisschen ungewöhnliches Leben führt. Na und? Lissy, ganz ehrlich, willst du enden wie er? Wie ein Penner ohne Dach über dem Kopf? Ja, vielleicht. Und du? Willst du ein humorloser Spießer werden, der ein langweiliges Leben führt wie dein Vater? Komm, jetzt reicht's aber, ja? Aber du darfst meine Familie beleidigen, ja? Alpinist. Früher war da einmal ein Weg. Ja, der Abgrund kann ja nicht erst seit gestern hier sein. Ihr wisst doch, wie das ist im Berg. Ein kleiner Schritt nach links zu viel, einer nach rechts zu viel und schon hat man sich verlaufen. Meine Kräfte so, sind... So, ich übernehme jetzt das Kommando. Ich kann nicht ja. mehr. Wir müssen wieder zurück, oh, nee. Herr Alpinist. Vertraut mir, ich war 20 Jahre lang Pfadfinder. Auf geht's. Hättest du zugeben können, dass du nie hier oben warst. Ihm muss doch kalt sein. Ich habe hier noch einen Schal. Das ist aber lieb von Ihnen. Herzlichen Gerne. Dank. Gerne. Dankeschön. Ja. Bitte, nach Ihnen. Hört ihr, wie das Volk erklingt? Hört ihr den fernen Trommelschlag? Na, bitte. Da ist er. Solido. Ihnen fehlt ja ein C. Oh, um Gottes Willen. Heute Morgen war er noch dran. Ja. Den hat mir ein Schamane abgebissen in Arizona. Bei einer ganz heiklen Trans-Astralübung. Soll ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen? Ah, nein, ich glaube, das würde zu weit führen. Wie verdienen Sie eigentlich genau Ihr Geld? Gigolo. Ich schlafe mit Frauen, die Abwechslung suchen für Geld, für viel Geld. Die stören sich aber nicht an Ihren Füßen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Sexgott. Halbtags also. Hauptsächlich ist es die Musik. Ich verstehe. Fußgängerzone. Sie spielen und dann gehen Sie mit dem Hut rum. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, von Sexgott zu Sexgott. Ihre schöne Frau ist am Absprung. Sie sollten sich um sie kümmern. Sonst geht es Ihnen übel. Und Sie sind am Ende allein. Was ist denn los?
Robert ist ein Idiot. Wieso? Weil er Valentin immer noch nicht auf den Leim gegangen ist? Schade. Behandle mich nicht wie ein Kleinkind. Ich hab Hunger, meine Füße tun mir weh. Ich kenne ein Ausflugslokal, ganz in der Nähe. Ich führe euch hin. Nein, lieber nicht. Ah, vertrauen Sie mir nicht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Alle mir nach. Ich hab doch gesagt, es gibt eine Katastrophe. Entspann dich, Boss. Papa? Hm? Was hättest du lieber? Ein Leben in Freiheit oder ein Einfamilienhaus in der Vorstadt? Habt ihr gestritten? Gegen ein Einfamilienhaus in der Vorstadt wäre vielleicht gar nicht so viel zu sagen. Ne? Und bereust du, dass du Musiker geworden bist? Nein, ich kann nichts anderes. Musik ist mein Leben. Ich bereue andere Dinge. Was denn? Dass ich nicht genug um meine Familie gekämpft habe, zum Beispiel. Dass ich zu früh aufgegeben habe. Und euch deshalb im Stich gelassen habe. Ich heirate Robert jedenfalls nicht, wenn er sich aufführt wie ein verdammter Spießer. Na ja. Die Nerven liegen ein bisschen blank. Wie das so oft der Fall ist bei einer Hochzeit. Was für ein Panorama. Ist das nicht herrlich? Unsere Heimat? Liebe Katharina, lieber Valentin, Bernadette und Lissi, ich möchte mich im Namen meiner Familie ganz herzlich für die Gastfreundschaft bedanken. Robert, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Und Lissi, du bist eine ganz bezaubernde Braut. Auf das Hochzeitspaar. Lass mich ruhig. Bayern ist schon schön. Ja. Bayern ist schön. Wusstest du, dass Papa meinen ganzen Sommer in Frankreich bei der Weinernte verbracht hat? Und dann saß er 3 Monate in einem französischen Gefängnis, weil er im Vollrauschen Lavendelfeld abgefackelt hat. Das hat Mama erzählt. Echt? Wie cool. Sein Leben ist ein Abenteuer. Wenn ich jetzt Robert heirate, dann weiß ich bis zur Rente alles, was passieren wird. Haus, Garten, 2 Kinder, Hund. Ist doch schrecklich. Du beschwerst dich gerade bei mir darüber, dass du mit einem wunderbaren Mann, den du liebst, ein Haus haben wirst? 2 Kinder? Irgendwie denke ich, Robert mag nur die eine Seite an mir. So brav und angepasst. Aber sobald ich was erleben will, kriegt er Angst. Er ist halt konservativer als du. Der will ja niemals so leben wie Papa. Ja, und du auch nicht. Überleg mal, einen Sommer lang vielleicht. Aber du? Ohne Dusche? Ohne Versicherung? Ohne Internet? Nee, du hast es schon ganz gerne gemütlich. Vielleicht bin ich einfach nicht bereit für die Ehe. Warum hast du dich dann darauf eingelassen? Was würdest du denn machen, wenn der Mann, den du liebst und mit dem du dein Leben verbringen willst, dich fragt, ob du ihn heiratest? Kommt da noch was anderes in Frage als ja? Nee, wahrscheinlich nicht. Was ist eigentlich mit dir und Walter? So schlimm. Ich bin so verknallt in den Typen. Ach was. Der riecht so gut. Das klingt total bescheuert, aber ich falle jedes Mal fast in Ohnmacht, wenn er in meiner Nähe ist. Ja, so ist es, wenn man verliebt ist. Ich möchte nicht schon wieder auf die Nase fallen. Vielleicht hältst du ja nicht auf die Nase. Schon mal drüber nachgedacht?
Astrid, so früh schon auf den Beinen. Komm, setz dich her. Magst du einen Kaffee? Nein, danke, ich habe schon gefrühstückt. Ich war eben beim Geldautomaten. Ach, toll. Ich habe gestern mitgekriegt, dass sie im Moment ein bisschen knapp sind. Hier, wir haben eh zu viel davon. Mein Mann ist furchtbar geizig mit allem. Astrid. Sie sind ein Wahnsinnsweib. Sie sind erotisch, schön, begehrenswert, sensibel. Und ich würde Sie sehr, sehr gerne verführen. Zumal ich mir vorstellen kann, dass Ihr Hartmut vielleicht nicht unbedingt... Naja. Und trotzdem ist er ein toller Typ. Auch wenn er so spröde wird. Und er liebt seine Familie. Er nimmt mich gar nicht wahr. Das wird er ganz bestimmt tun. Sag mal, stehst du gerade? Nettie, machst du bitte mal auf? Ja. Lissi hier? Ja, was kann ich? Lissi? Moment, jetzt warte mal. Mama, ist es Ruhe. Lissi! Geh weg! Sie hat ihr Brautkleid an. Ihr Brautkleid? Dann heiraten wir also. Ich weiß es nicht, Robert. Lissi, ich... Kommst du mit mir mit? Robert, passen wir überhaupt zusammen? Lissi, ich will ein normales Leben. Eine Familie. Aber dafür braucht man zwei Erwachsene. Und ich bin ja nicht erwachsen genug. Überleg dir, ob du dieses Leben mit mir willst, ja? Ich bin morgen pünktlich um 3 in der Kirche. Würde mich freuen, wenn du auch kommst. Genug. Ich will reisen, Spaß haben, Musik machen. Auch mal Fehler machen dürfen. Was ist daran bitte schon falsch? Nichts, Lissi. Überleg du dir einfach mal, ob du dir ein Leben mit mir vorstellen kannst. Tschüss. Jetzt hat er mich in dem Kleid gesehen. Gleich wieder da. Valentin, du zärtlicher Clown, reine Seele im Kloschargewand, wie ich dich begehre. Was ist? Ist dir schlecht? Was ist? Liebst du mich noch? Warum fragst du mich das jetzt? Weil du anscheinend in diesen Club, in diesen Musiker verliebt bist. Ist was ganz Besonderes. Was wir haben, ist nichts Besonderes. Was haben wir denn? Wann haben wir das letzte Mal wirklich miteinander geredet? Wann miteinander geschlafen? Wir streiten nicht mal mehr. Gut.
Willst mich verlassen? Nette. Was machst du hier? Hab ein super Angebot bekommen. Ein Blues-Festival in Südspanien. In 2 Tagen. Und ich meine, das ist eine lange Strecke und ich muss heute unbedingt los. Weil du weißt ja, dass meine alte Karre nicht die schnellste ist. Du änderst dich nie. Und Lissys Hochzeit? Ist dir völlig egal, oder was? Du setzt hier irgendwelche Flausen in den Kopf und du musst es jetzt wieder richten. Hier geht's mal ausnahmsweise nicht um dich und deine Musik. Du kannst hier nicht einfach weg. Du musst mit Lissy reden. Und danach kannst du gerne ein Konzert auf dem Mars geben. Ja, aber was soll ich denn mit ihr reden? Dass sie zum Beispiel nicht die gleichen Fehler machen soll wie du? Fehler? Die da wären. Bitte, du hast kein Zuhause, keine Familie, kein Geld. Du wirst schon irgendwas falsch gemacht haben. Aber ihr seid doch meine Familie. Familie? Das sind Menschen, für die man Tag für Tag da ist. Jetzt greif mich doch nicht immer an. Das macht die Sache auch nicht besser. Ja, es tut mir ja unendlich leid, dass ich euch so wehgetan habe. Wirklich, das kommt von Herzen. Und ich hab dich sehr lieb. Wenn es dir so leid tut, verschieb die Reise und red mit Lissy. Na gut, ich werde mit dir reden. Aber bitte erwarte keine Wunderdinge von mir. Wo ist Lissy eigentlich? Keine Ahnung, sie wollte alleine sein. Ich rufe dich an, sobald sie sich gemeldet hat. Und du biegst das wieder gerade. Und bei der Hochzeit bist du auch dabei. Ach, übrigens, meine Eltern haben sich getrennt. Was? Mein Vater ist abgereist und meine Mutter hat sich oben auf ihrem Zimmer eingeschlossen und hat Wagner-Opern. Ach so, ja. Und die Frau, die ich liebe, will unsere Hochzeit absagen. Die scheint überhaupt keine Ahnung zu haben, wie sehr ich sie liebe. Sag mal, worauf warten wir eigentlich? Kann ich bitte eine Flasche Champagner haben? Mhm. Ja, vertrau mir. Danke. Und jetzt komm mit. Also, unser Traumpaar. Folgender Vorschlag. Ihr nehmt diese Flasche edelsten Champagners. Ihr trinkt. Ihr sprecht zusammen über eure Zukunft. Und wenn ihr ausgetrunken habt und immer noch der Meinung seid, dass ihr nicht zusammenpasst, dann streichen wir die Hochzeit. Tut mir leid, Papa, das kann ich nicht. Warte. Mama und ich schuften seit Monaten für diese Hochzeit. Ihr sollt nur miteinander reden. Ist das so viel verlangt? Okay. Du übernimmst die Rechnung, oder?
glaube, wir beide müssen auch mal reden. Wolltest du nicht reden? Ich habe noch Schokolade gefunden. Danke. Robert, ich liebe dich. Dann ist ja alles gut. Hast du weiter angerufen? Wie sieht's aus? Hallo Astrid. Hallo. Na, wo ist Hartmut? Wir haben uns, ich habe mich von ihm getrennt. Was? Ja. Und seitdem schickt er mir dauernd Gedichte. Ich bin dein, nur du in meinem Herzen bist mein, dein harte Leib. Entschuldigung. Da ist er ja. Astrid! Warte! Ich komm gleich nach. Um die ganze Welt verreisen wir. Und diese Reise schenke ich dir. Das sind 2 Tickets. Around the World, First Class. Davon hast du doch immer geträumt. Ich habe eine Lebensversicherung dafür aufgelöst. Also gut. Ich mache diese Reise mit dir, aber nur unter 2 Bedingungen. Du erzählst mir nie mehr was von deinen Finanzgeschäften. Versprochen. Und ich muss nie mehr rudern, wenn du angelst. Hm? Na? Bin ich nicht ein prächtiger Brautvater? Glaubst du, ich mache einen Fehler? Liebst du ihn? Sehr. Dann schnappen wir uns den Kerl. Blumen.
sehr lieb. Okay. Schwiegersohn. Schwiegerpapa. Die Braut. Hallo, Boss. Hallo, Schönling. Die Ringe. Hübsch, nicht? Sehr schön. Kommt das nicht erst nach der Trauungszeremonie? Egal.